ist klar und deutlich zu sagen, meine Fraktion verurteilt auf das Schärfste den brutalen und völkerrechtswidrigen Krieg, den Putin führt, ohne Wenn und Aber. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler hat am vergangenen Wochenende gegenüber dem Spiegel ein Interview gegeben und hat seinen bisherigen Kurs dort verteidigt, keine schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Ich darf seine Begründung zitieren. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Millionen Menschen in Deutschland haben genau diese Sorgen und Ängste. Und meine Fraktion unterstützt das ausdrücklich, und das sollte auch Richtschnur ihrer Politik sein, meine Damen und Herren. Unter anderem mit der Angst vor einem Atomkrieg hat der Bundeskanzler die Lieferung schwerer Waffen ausgeschlossen, und zwar zu Recht.